herzlich willkommen zur zweiten Folge hier zurück zum Flight Simulator 2020 von Microschrott. Mit dabei ist wieder, schon wieder, der gute Zerwin, wie gerade eben schon. Hallo? Ja, in der ersten Folge gab es ein Miau, jetzt gibt es mal nichts. Okay, sehr gut. Dieses Mal fliegen wir, wir haben ein anderes Flugzeug hier, den Chat, dann können wir nochmal weiterfliegen. Da könnte man, ich weiß nicht, wie lang der fliegen kann. Wie lang kann der fliegen? Ja, 5 Stunden, 1 Stunde weniger. Aber wir fliegen jetzt hier über den Himalaya. Und genau. Ich bin mal gespannt. Oder weißt du was? Ändern wir mal den Start, den Zielflug. Ja. Da. Vielleicht gibt's noch was, was ein bisschen, damit wir, also. Vielleicht gibt es noch was auf der tibetischen Seite. Also die tibetische Seite ist diese Wüste da oben. Diese trockene Landschaft oben, da diese Aride. Fliegen wir doch hier zum Potala-Palast. Ja, das wird da, glaube ich, ein bisschen lang. Zoom mal ein bisschen auf der anderen Seite des Berges. Ankunft? Das wäre nur 19 Minuten. Ach ja, in deinem Fall. Dann fliegt mal los, gell? Ja. So, Flugbedingungen. Wie wollen wir es haben? Natürlich, richtig schwer. Nein. Wir machen Oh, Regen. Live-Wetter. Jo, oder? Nee, lieber nicht Regen. Okay. Lieber nicht Regen. Ich glaube, im Himalaya-Gebirge mit Regen zu fliegen, ist, glaube ich, die Todes... wie heißt schon wieder? Todesecke. Nee. Alle Spieler, Live-Spieler, Live-Verkehr, KI, Wetterzeit, angepasst, Standard oder Live? Standard. So, klarer Himmel. Da wäre jetzt 1.58 Uhr. Sommer, nee, nachts nicht, gell, da ist ja keine Stadt, der Wässer. Oh, fliegen wir doch einfach in der Morgendämmerung, oder? Ja, ein bisschen mehr. Ja, so? Das ist gut. Okay. Okay, dann fliegen wir mal los. Mal schauen, was uns jetzt so erwartet. Jetzt kannst du wieder was darüber erzählen. Eins kann man sagen, Bhutan ist ein echt hübsches Land. In diesem Land ist eigentlich dass die Leute, die dort leben, eigentlich eher auf das Glück fixiert sind und nicht auf den Kapitalismus, also immer das beste Haus und so. Mhm. Und ja, das ist halt, die haben eine recht interessante Lage vor allem. Die sind direkt im Himalaya und sind landlocked, also sind eingeschlossen zwischen China und Indien. Okay. Und die Menschen dort sind größtenteils taub. Die dort lebenden Bhutanesen halt einfach. Mhm. Von der Kultur und Religion eher so ähnlich wie die Tibetaner, nur etwas mit ihrer eigenen lokalen Religion sozusagen. Und das ist ein richtiges Bergvolk, wie die Schweiz. Bhutan ist eigentlich die Schweiz von Asien. Okay. Es ist die Schweiz höchstpersönlich. Sie sind eigentlich die Schweiz, also. So. Solche Länder gibt es auch. Also gibt es öfters mal. Wo halt Leute, die halt in einer Bergregion leben, sich halt so gut verteidigen können, weil sie halt in einer wirklich, wirklich eingeschlossenen Umgebung leben. Da gibt es halt manchmal diese Kleinstaaten, weil so. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Vor allem in den Bergen zu leben, ist halt, hat mal halt einen Pluspunkt. Kann man die Hänge schön bewachen, da kann man, keine Ahnung, gebastelte Steinkugeln runterrollen lassen und dann kann man die Angreifer schön abwehren. Zum Beispiel Urlaub. Oder wie die Schweiz, alle Brücken und Wege, wie heißt schon wieder, mit Bomben versetzen.
Haya? Haya? Sag's nicht so laut. Viele wissen es nicht. Ja. Ich meine, 2006 war das sogar so, dass, man, dass Deutschland und die Schweiz zusammen eine Brücke gebaut haben zu, auf dem Rhein. Und ohne das Wissen der Deutschen haben die Schweizer einfach ihre Hälfte der Brücke mit Bomben versetzt. Ah ja. So. Aber dass es heutzutage überhaupt erlaubt ist, dass man, klar, ist natürlich landabhängig, aber, oh, ist das das Meer? Ah ne, sah gerade aus wie das Meer. Boah, diese oh, wie hoch ist denn dieser Flughafen? Also jetzt habe ich Schiss zu starten. Wieso denn? Du kannst nur abstürzen. Das stimmt. Maus? Kamera? Extern. Aber ich muss ehrlich sagen, Bhutan ist eins dieser Länder, wo ich schon überlegt habe, mal vielleicht entweder mal dort auszuwandern, eventuell. Weil es ist okay. Echt ein hübsches Land, ein echt schönes Land. Das stimmt, ist echt schön. Ich muss jetzt doch nochmal ein paar Sachen. Ah, es tut mir leid, ich habe mal testweise alles hochgeschraubt. In der Hoffnung, dass es doch irgendwie geht, geht aber nicht. Okay, dann knüppel ich nochmal ein paar Sachen runter, wie jetzt Antia Leising. Oder jetzt ein Beispiel Gras und Busch. Ich bin gleich fertig. Moment. Erzähl irgendwas in der Zeit. Irgendwas Tolles über, ich weiß nicht, Kontaktschatten. Okay. Der Kontaktschatten zwischen dem Licht und dem Boden ist eine Grenze, in dem die Hölle erscheint. Das war's? Keine Ahnung. So sollte ich irgendwas erzählen. Ich kann noch was auch übers Land erzählen. Die Menschen dort sind größtenteils buddhistisch. Und man könnte sagen, wenn man in diesem Land eigentlich rumfliegen würde, wie wir es jetzt gerade tun, dann gleich, könnte man sagen, dass die Leute noch fast wie im Mittelalter sind. Die haben noch traditionelle Häuser eigentlich überall und es gibt eigentlich gar keine Hochhäuser. Die höchsten Häuser, die sie, glaube ich, gebaut haben, ist, glaube ich, 4 Stockwerke hoch. Oder es ist ein Palast. Naja. Oder ein Tempel. Auf jeden Fall, es gibt keine normalen Hochhäuser sozusagen. Grundsätzlich. Und selbst wenn die Hochhäuser, also selbst wenn die 4 Stockwerke großen Häuser gebaut werden, haben sie immer noch traditionell bhutanesische Kunst dran gemacht. Also diese Wohnsiedlungen sind eigentlich, also diese Wohnhäuser sind eigentlich immer noch schön bemalt und immer noch ansehnlich zum Anschauen eigentlich. Okay. Das ist interessant. Also es ist echt interessant. Ich sag nicht nur, dass es interessant ist, weil es so klingt. Es ist wirklich interessant. Ja, für die ist halt wichtiger, dass sie ihre Kultur bewahren als also ihre Kultur und ihre Religion bewahren als irgendwie modernen unnötigen Überfluss zu haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem in der heutigen Zeit zu leben ist nicht lustig. Weißt du, da hat man nee, so viel Instagram, Snapchat und ich weiß auch nicht. Ist echt schlimm. So die sozialen Medien widerlich. Aber man kann nicht aufhören. Das stimmt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, es geht. Wir lösen die Bremse und drücken B. Mit Lichtgeschwindigkeit. Ich hoffe, die Aufnahme ruckelt jetzt nicht. Wir starten mal ganz leicht. Genau, like Just Cause. Da muss sich der Fapse konzentrieren und er verfehlt die Landebahn und fliegt gleich gegen einen Baum. Fapse, Baum!
Gott, war das knapp. Ah, da leben Leute ja am Hang. Gut, es ruckelt leicht. Ich hoffe, die Aufnahme fängt sich gleich. Wir sind halt hier im bergigen Gebiet. Das ist schon nochmal ein anderer Anspruch hier. Mhm. So. Wir sind aber im Himalaya. Die Leute leben, gerade, also es gibt nur Hänge. Es gibt kein Flachland, so grundsätzlich. Die Armen. Stelle, also es gibt auch zum Beispiel Kinder, auf der Bergspitze mit ihren Eltern wohnen, aber trotzdem zur Schule müssen, ganz weit unten. Was ist passiert? Ich bin hochgeflogen. Hä? Das ist das Problem beim Himalaya. Du darfst nicht zu hoch und aber auch nicht zu tief fliegen. Ja, warum denn nicht? Ja, dann halt nochmal Neustart. Naja, wenn du zu hoch fliegst, dann ist halt die Luft dünner. Und ein Propeller, wie auch eine Düse, kann nicht in luftleerem Raum fliegen. Das stimmt. Aber wir sind ja nicht abgestürzt. Also wir sind eher aufgestürzt als ab. Du bist im Nachhinein abgestürzt, aber diese Details wollen wir nicht sehen. Wie die Passagiere vernichtet werden. Ja, wie sie zerfetzt werden und ich weiß auch nicht. Wie einfach der Luftdruck des Alls schon auf uns gewirkt hat und die Türen aufgerissen und alle Menschen rausflogen. Okay, das ist brutal. Ja, ich muss aber nochmal eine kleine Sache einstellen, weil wir sind in den Bergen. Und in den Bergen ist es gefährlich. Nicht nur gefährlich, also von Tieren her, ich weiß nicht, was da lebt, vielleicht Wale, Haie. Es ist dort auch performance-technisch aggressiv. Böse. So. Hast du gerade Wale und Haie gesagt? Ja. Das ist super. Ich finde Wale und ich finde fliegende Wale und grabende Haie super. Oder meinst du diese Kredithaie? Die gibt's dann überall in jedem Land. Ja klar, ja, ich meine die Kredithaie. Klar. Natürlich meine ich die Kredithaie, was denkst du denn? So, damit gehen wir auch nochmal ein bisschen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es läuft. Ich hoffe gut. Wenn nicht, ich würde gleich die Folgen schneiden. Sonst kannst du die Folge nennen. Let's Einstellung. Ja, das könnte es sein. Das könnte passieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Let's Play Einstellungssimulator 2021. Es ruckelt halt immer noch. Egal, ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid, dass die Aufnahme jetzt so ruckelt. Das liegt am Spiel. Beschwert euch bei Microsoft, dass es so gut ist. Beschwert euch bei Bhutan. Warum sind sie so bergig? Genau. Nein, nein! Oh Gott! Nicht die Streife überqueren! Ja, genau, so richtig. Eigentlich kannst du direkt... Musst du gar nicht abheben. Eigentlich kannst du direkt runterfallen. Das stimmt. So. Jetzt kann ich auch den Controller weglegen. Das war's für mich erstmal. Ich würde runterfliegen ein bisschen. Ein bisschen angepasst an den Bergen. Das ist aber die Sache. Wir müssen dann gleich wieder steil hoch, gell? Wenn wir runterfliegen, müssen wir wieder hoch. Ja, und gleichzeitig bist du zu schnell langsam, oder? Nein, nee, kann 300... Nee. Ah, 305. E5. So, dann könnten wir vielleicht im Tal fliegen, was aber schwierig werden könnte. Warte. Dieser Pfeil da auf der Navigationskarte. Ja. Der ist, glaube ich, die Folge, das, was du folgen musst. Du fällst. Okay. Ja, jetzt verstehe ich das Spiel. Du musst nach Norden. Oh. Gut, wir werden Bhutan auf, wir werden aufhören auf Bhutan zu fliegen. Sollen wir es nochmal versuchen? Vielleicht ist aber auch das Flugzeug, weil es zu schnell ist. Oh, die Katze ist wieder da. Kein gutes Zeichen. Aber ich find's doof, dass sie ohne Warnung einfach Diesel abgestürzt. Ja, das ist nicht toll. Das ist wie damals der Train Simulator.
fährt man ein bisschen zu schnell, klatscht da kurz aus der Kurve raus, ohne Vorwarnung, also ich weiß auch nicht. Ja, ist das Spiel vorbei. Jetzt ist noch die Tür auf. Toll. Okay. Sollen wir das so machen? Ich gehe kurz ins Hauptmenü. Wir machen einen Cut. Ich mache die Tür zu und dann sind wir gleich wieder da. Ja. Okay, dann bis gleich. Spiel ist einfach nicht geeignet für Bergregionen. Das ja. Vor allem, wie es da geruckelt hat. Lieber so Flachland, wo das Spiel nichts berechnen muss. Am besten noch das Wasser. Aber wenn ein Tsunami kommt, ist er auch vorbei. Real-Life-Tsunami. Ja, es wird alles reingemacht. Also gibt es einen Vulkanausbruch, kann man hier bestaunen. Ich frage mich halt, man sieht ja die ganzen Schiffe auch per GPS. Wenn es eins untergeht, sieht man das. Die andere Sache ist noch, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, als Microsoft bekannt gegeben hat, dass die die ganzen Schiffe mit GPS und so weiter ins Game bringen wollen. Kann man da nicht besser die Flugzeuge, also mit den Flugzeugen die Schiffe ausspionieren, wo die jetzt langfahren? Weil das kann ja dann jeder im Spiel. Das ist doch voll einfach. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie genau das Spiel ist. Das ist halt die Frage. Eine Frage, Sommer zum Abschluss. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir noch... Naja, wir sind jetzt erst bei 18 Minuten. Sag mal 16 Minuten, ohne jetzt hier Stingsbums. Niagara-Fälle da entlang fliegen? Niagara-Fälle? Ja, oder hier... Möchtest du die Beringstraße entlang? Weiß ich nicht, halt oben über die Niagara-Fälle drüber. Irgendwo da, wo man in der Nähe vom Fluss startet. Und dann arbeiten wir uns halt irgendwo von... unterhalb zu den Niagara-Fällen hoch irgendwie, weiß jetzt nicht. Okay, dann musst du aber in die USA. Das ist leicht. Nein, warte. Nicht googeln, suchen. Ich google nicht. Das ist... Geografiekenntnisse musst du bei mir lernen. Da ist der Mond, ist das weiß ich. Also, vielleicht gibt es auch einen Flugplatz. Ja. Also, die USA... Wo ist die USA? Trumptopia ist ja, glaube ich. Also, die USA nennt man, also war damals ja noch der Wilde Westen. In dem Fall. Der Wilde Westen. Ich bin mir nicht sicher. Also die in dem USA. Fall, wenn Europa eigentlich der Nullpunkt der Kolonialzeit ist, dann ist der Wilde Westen eigentlich. Keine Ahnung. Links. Hier. Westen ist immer links. Auf der, zumindest auf unserer Weltkugel. Also ist hier das die USA. Genau, da siehst du die USA. Da unten ist die Mauer. Darum hat Mexiko weniger Strom. Da sieht man halt. Ah ja, ja, stimmt. Und die Niagara-Fälle sind dort bei den Huronen, also beim Huronensee. Wenn du jetzt, ja genau da, da siehst du diese drei riesigen Seen. Ja. Und die Niagara-Fälle sind nicht bei den Huronen, die waren doch. Doch, das waren die Huronen. Und jetzt geh mal, zoom mal daran, genau. Jetzt gehst du auf die Landfläche rechts. Nein, das ist die Westküste, das ist die Ostküste. Siehst du. Zoom mal da weiter ran, wo du deine Maus hast. Jetzt geh runter. Weiter runter, komm schon. Ja, genau da. Zurück. Da, siehst du diese zwei Seen? Die Dinger? Da gibt es einen Fluss dazwischen. Und dazwischen ist der Fluss und da sind die Niagara-Fälle. Ah, da steht sogar. Da ist der Flughafen. Ich glaube nicht, dass wir doch direkt dort starten sollen. Nee, aber wir könnten... Niagara Süß. Sollen wir da unten starten? Bei Fort Erie. Zoom mal raus. Noch ein bisschen. Ich würde sagen, du könntest dort auf dem Obersee. Warte, was ist der Obersee? Ich google mal nach. Weiß ich nicht. Gibt es einen Flugplatz auf dem Wasser? Du auf dem Wasser. Toronto starten. In Toronto. In Toronto. Auf der kanadischen Seite und dort
über die Niagara-Fälle nach Buffalo. Wenn ich wüsste, wo das alles ist. Toronto ist wenn du diesen Flusslauf siehst, dann gehst du ja. Dann gehst du einfach in diesen nimmst du diese Richtung und gehst einfach zu der nächsten Stadt. Ja, genau, diese Richtung, die du mit der Maus gemacht hast und jetzt ab nach Norden, nach oben. Hä? Was? Hä? Also so wie ich jetzt mit der Maus gemacht habe? Genau, und jetzt geh diese Richtung nach oben. Nach Norden. Praktisch das hier. Das wäre diese hier, genau da wo... Nein, zurück. Ja, ja, genau, dieses hier. Also direkt hier im Wasser. Da gibt's einen Flughafen direkt im Wasser? Ja, sieht zumindest so aus, das Wasser. Ja, da gibt's einen Flughafen im Wasser, ja gut. Sollen wir da starten? Ja. Gut. Abflug. Wir starten. Oh, müssen wir die anderen nicht noch löschen? Ah nee, das sind die anderen Dinger. Okay, wir... Ja, fliegen mal los. Wir haben jetzt das andere Flugzeug wieder. Das Flugzeug sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ist das schon das, was wir vorhin hatten? Ja, doch. Ja, das ist das, was sie hatten. Ich habe gerade gedacht, das hätte diese... Ich habe gedacht, das wäre ein Bug. Ich habe gedacht, das hat immer noch diese Düsendinger, aber diesmal mit Propellern vorne dran. Es hatte schon immer Propeller. Okay, wir fliegen. So. Kannst du mir darüber was Tolles erklären? Rein geschichtlich gesehen ist... Also das Gebiet, was wir umfliegen, gehörte einst den Huronen. Das ist ein Indianervolk, welches dort in diesem Gebiet lebte. Und die Niagara-Fälle waren einfach ihre Heimat. So, die Niagara-Fälle war für die ein ziemlich wichtiger Ort, für die ein heiliger Ort. Schlussendlich kamen dann irgendwann die Engländer und die Holländer und die Spanier kamen nicht dort, aber die Franzosen kamen auch dort und die haben sich das Land dann unter den Nagel gerissen. Das ist natürlich traurig. Die Franzosen nahmen den Norden und die Engländer und die Holländer nahmen den Süden und die Huronen haben ihr Land verloren. Die Armen. Da frage ich mich halt auch, warum haben sie den Wasserfall nicht einfach abgerissen? Hätten sie ja machen können. Und ein Parkplatz drauf gemacht, oder? So würdest du es machen. Ja, klar. Ah, schön. Sind wir schon wieder knapp bei 25 Minuten? Ja, das ist nur die Geschichte von Huronen. Ja. In diesem Gebiet lebten noch ganz viele andere Indianerstämme, wie zum Beispiel die Mohawk, die Pequot, die Irokesen waren auch noch dort, wenn ich mich recht erinnere. So ein Irokesenschnitt? Ja, die Irokesen haben ja solche Haare gehabt. Darum nennt man sie auch Irokesenschnitt. Ah, okay. Und ja, ich glaube, es waren jetzt die Indianerstämme, die mir jetzt gerade so spontan eingefallen sind. Der Rest müsste ich theoretisch googeln, aber naja. Ja, geht bestimmt irgendwie. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil weißt du, jetzt sind wir ja nicht mehr in den Bergen. Jetzt könnte ich die Grafik schon wieder hochschrauben. Das ist anstrengend. Aua, das ist anstrengend. Man bräuchte so eine KI im Rechner, die Grafik runterschraubt und wieder hochschraubt und wieder runterstellt und dann mal wieder ausstellt und wieder anstellt. So, während... Ah, der Text geht viel zu schnell vorbei. North Carolina. Wir könnten auch mal über das Weiße Haus fliegen. Nicht in, ich würde so gern wegen Trump, aber darüber. Nee. Oh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man darf oder kann in China nicht starten. Ich habe da irgendwas gelesen, China hat keine Starterlaubnis gegeben. Wie meinst du das?
Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob man in China mit einem Flugzeug von irgendeinem Flughafen abheben kann. In dem Spiel? Ja. Hä? Ich bin mir nicht sicher. Das ist doch alles animiert, das ist doch egal. Ich weiß, aber vielleicht haben sie doch was dagegen, weil es ist ja, Microsoft benutzt da den Bing-Kartendienst und rechnen ja dann alle Gebäude und alles, was da drin ist, im Spiel hoch. Ja, Microsoft ist halt eine amerikanische Firma und die Amerikaner sind so paranoid, die sagen, ja, die Chinesen und die Russen spionieren uns aus, aber schlussendlich die einzigen, die amerikanische Bevölkerung ausspioniert, sind die Amerikaner selbst. Ja, so richtig ja. Dumm einfach. Und das verstehen die halt nicht. Und ich frage mich halt immer noch, warum ist immer noch dieser Clown im Weißen Haus unterwegs? Ganz einfach, der hat sich dort eingesperrt. Der Krawattenheini da. Ich will nicht raus! Die Tür abgeschlossen. Niemand kommt rein! Boah, ich hoffe wirklich, dass er dieses Jahr nicht mehr gewählt wird. Das wäre das Schlimmste, was die Welt jemals erlebt hat. Wenn der schon wieder gewählt wird. Oh. Was gibt's denn da? Da gibt's eine Wüste. Aha. Was ist das? Die Wüsten in China sehen komisch aus. Mont Blanc könnte man mal drüber fliegen irgendwann. Mont Blanc? Können wir auch mal. Mont Blanc. Da, Kitty Hawk und Kill Devil Hills. Mont Blanc ist aber keine gute Idee. Warum? Zu groß. Du weißt ja noch Himalaya? Ja. Mont Blanc ist zwar nicht so hoch, aber es ist auch Berg, ist auch Gebirge. Nicht, ja gut, da mache ich lieber die Grafik aus. Da machen wir nur einen Podcast. Ja, beschreiben können wir schon. Ja. Ja, nee, einfach normal spielen. Man hört den Flugzeugsound und lädt es einfach dann als Podcast hoch, fertig. Ein Bild können Sie sich ausdenken. So. Bin ich mal gespannt. Das dauert aber ewig. Wo sind wir denn hier? Im Ausland. Wir können auch mal übers Auge Afrikas fliegen. Könnte man auch. Also übers Auge meinst du jetzt mittendrin, also in der Mitte? Also in Mauretanien gibt es ein das Auge Afrikas. Das ist so ein. Wie soll ich sagen? Es sieht aus wie ein Auge. Es ist ein riesiges, riesiges, riesiges Konstrukt. Von Bergen und Sand, welches wie ein Auge von außen aussieht. Ah, okay. Huh. Interessant. Und theoretisch könnte es sogar die sagenumwobene Stadt Atlantis gewesen sein, die dann dort untergegangen war. Weil ein griechischer Philosoph mal die Stadt beschrieben hat. Und das Auge Afrikas genau den Beschreibungen passt, sozusagen. Okay. Weil es gab niemals im Leben, gab es in diesem Zeitraum, in der Antike, ein Land, welches untergegangen ist im Wasser. Okay. Was so tief unten lag. Und vielleicht ist es nicht in Weltmeeren, sondern halt im Wüstenmeer versunken. Das kann natürlich sein, keine Ahnung, weiß man natürlich nicht. Aber schlussendlich, die Regierung in Mauretanien hat niemals dort die Erlaubnis gegeben, Nachforschungen anzustellen. Was ich eigentlich relativ schade finde. Weil somit ist es nur eine Theorie und auch kann nicht bewiesen werden, weil die nicht wollen. Okay. Das ist natürlich doof. Hier ruckelt's auch. Ich weiß nicht warum, aber... Vielleicht die Städte. Toronto ist... Toronto hat viele Hochhäuser, so wie ich das sehe. Mhm. Kann sein. Also sehe ich ja. Oh, da gibt's ein North York.
Okay. So. Hast du gewusst, New York City war eine Kolonie von Holländern? Hm. Zumindest das Gebiet hat den Holländern gehört. Und dann haben sie es an England verkauft und die haben es dann an New York genannt. Ah, okay. Weil ich glaube nicht, dass die Holländer das Gebiet New York nennen, weil York ist halt eine Stadt in England. Ja, glaube ich auch, das kann sein. Das wäre auch komisch. Du könntest einmal um den See herum fliegen. Ich könnte auch fahren. Hat ja gerade gut funktioniert. Oder direkt in die Niagara-Fälle reinstürzen. Oder ja, so, können wir auch machen. Dann fliegen wir mal rucklig dahin. Was ist das? Ist das eine Straße auf dem Wasser? Das könnte auch ein Fußgängerweg sein oder ein Radweg. Meine Güte, die Amerikaner, die versauen das Land einfach so richtig. Was zum Teufel ist? Mein Gott, hässlich, die Scheiße da. Weißt du, die Aufnahme kackt ab, das Spiel ruckelt bis zum geht nicht mehr. Der Flight Simulator, ich brauche einen neuen PC. Oder Microsoft neue Programmier. Oder so. Aber warum braucht das denn so unfassbar viel Power, das Game? Klar, es sieht zwar extrem gut aus, aber... Naja, wenn du die Welt in einem Spiel hast, dann kann man es sich schon vorstellen, dass es viel... Also ich will nicht sagen, aber das See ist ein bisschen groß. Ja, du sollst auch nicht den ganzen See umfahren. Okay. Du bist jetzt gerade in der Richtung... nach Grimsby, St. Catharines und dann bist du bei den Niagara on Lake und dann von dort aus solltest du runtergehen können. Okay, sind wir da aber noch richtig? Also der nächste Fluss, der von See runter fließt. Mhm. Okay. Aber vorne in der Wüste, da war es auf jeden Fall angenehmer. Da hat es nicht so geruckelt. Mhm. Dank Ägypten haben wir wenigstens eine erfolgreiche Folge. Genau. Eine Folge, die nicht ruckelt, und das ist zumindest mal die erste. Ist doch auch schon mal was. Obwohl, es ist gar nicht so schlimm, zumindest für mich nicht. Und ruckelt nur die Aufnahme oder das Spiel ruckelt gar alles nicht? Doch, das Spiel ruckelt, die Aufnahme ruckelt auch wegen dem Spiel und manchmal ist die Aufnahme auch wegen dem Spiel, also der Encoder ist überlastet, also die Grafikkarte hängt wahrscheinlich gerade bei 1000%. Saugt wahrscheinlich gerade das ganze Stromnetz leer, draußen flackern schon die Lichter. Okay, naja. du musst dann gleich abbiegen. Okay, aber eine Frage, was ist das? Was? Da rechts. Da ist einfach... Schau mal, da geht die Berglandschaft in der Stadt hoch. Ist das richtig so? Also wenn sie den Fluss höher gelegt haben als die Stadt, dann... Das sieht merkwürdig aus. Das sieht wirklich merkwürdig aus. Aber das ist... Ja, hier geht's zu den Niagara-Fällen. Ja. Was ist das denn? Wow. Also die Amerikaner, die können gut bauen. Schau mal, die ganzen Häuser. Wow. Was für eine schöne Stadt. Ah, die Straßen gehen da auch hoch. Hm. Also die Stadt hier sieht gut aus. Fliegst jetzt gerade auf der kanadischen Seite. Ah, okay. Oh, müssen wir schnell weg hier. Kein Wunder, dass es hier so aussieht. Hey, Kanada, schön. Die USA kannst du in die Tonne schießen. Ich sehe, wie die Dingsbums hier aussieht.
Fluss passiert. Das ist ein spezieller Fluss und der wurde einfach höher gelegt. Ah ja? Fliegt man hier noch richtig oder müssen wir... Nee, du bist schon vorbei. Ich glaube, wegen dem Bug hat man es gar nicht mehr gesehen. Ach so, war da schon. Boah, wie das rockert. Nee, warte. Nee, du bist schon richtig. Doch, du musst wieder zurückgehen. Wieder den Flusslauf folgen. Ja, die Leute, die wundern sich nicht hier drin. Denen geht's gut. Ich glaube. Ich habe Angst, dass der PC gleich explodiert. Ich glaube. Was ist denn das für ein riesiger Grafikfehler? Ich weiß auch nicht. Ja, wir konnten die Niagara-Fälle nicht akkurat nachführen, darum haben wir einfach auch den Fluss höher gelegt. Dann haben wir wenigstens einen Wasserfall. Ah ja. Aber hier sieht's aus, als ob es gewollt ist. Ich weiß nicht. Du bist schon vorbei. Ich bin wieder. Schon vorbei? Ja, schon wieder. Wegen dem Bug sieht man es gar nicht. Ach so. Wow. Danke, Microsoft. Danke, Microsoft, dass du unseren Traum, die Niagara-Fälle virtuell anzuschauen, nicht erfüllen kannst. So, dann fliegt man nochmal hin, rucklig. Die Leute hier drin im... Ich hoffe, das Flugzeug ist leer. Hä? Ich glaube, du hast so eine schlechte Flugreputation. Ich glaube, da wird niemand einsteigen. Hallo? Außer ich gebe mich für jemand anderen aus. Außer Leute, die bedienen können. Das stimmt. Und schon bist du wieder vorbei. Hä? Wo sind die denn? So. Wir wenden nochmal. Das wird immer schlimmer. Oh nein. Das war nicht gut. Aber man hat es ja sowieso nicht gesehen wegen diesem Bug. Das hat es eh nicht gesehen. Ist zwar schade, aber naja, ist halt jetzt so. Komischer Bug. Ja, aber dafür haben wir einen einzigartigen Flusslauf. Ah ja. Ist doch auch was Schönes. Hier ist die Frage, Hauptmenü, Neustart? Ich glaube, wir beenden die Folge. Könnten wir auch machen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, wo wir dahin fliegen werden. Vielleicht. Vielleicht gehen wir in ein Land, welches diese Aktien sprechen. Was? Aktien? Genau, welche dieser Aktien sprechen. Ach so, Akzent. Okay, gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und da wird man dann etwas über Aktien lernen. So, dann bis dahin und tschüss.